Ich möchte mit Ihnen über das Bewerbungsverfahren aus der Twistinger Sicht sprechen. Also das, was uns eigentlich umtrieben hat, wie wir zu bestimmten Flächen gekommen sind oder welche Ideen wir eigentlich dazu entwickelt haben. Dazu habe ich einen kleinen Startschuss mal dargestellt. Und das war der, als Herr Bockhoff seinerzeit mal ein Interview gegeben hat. Das war bereits im letzten Jahr zur Sommerzeit. Da hat er das erste Mal über eine Zentralklinik gesprochen. Und das war bei uns so im Hause das Signal, da könnte was auf uns zurollen. Wir müssen uns mit diesem Thema auseinandersetzen. Und seitdem beschäftigen wir uns auch damit. Also das war in der Tat denn der Startschuss. Allerdings wussten wir zu diesem Zeitpunkt noch gar nichts. Also wir hatten ja überhaupt keine Ahnung, was bedeutet das denn eigentlich, eine Zentralklinik? Nach welchen Kriterien geht man da vor? Ja, und ich habe dann mal was ganz Einfaches gemacht. Ich habe das Internet bedient. Und da findet man, wenn man danach sucht, nach Zentralklinikum oder Zentralkrankenhäusern, da findet man ganz viele Beispiele. Es gibt auch interessante Beispiele, die auch sehr transparent, auch aufgrund der Öffentlichkeitsbeteiligung, auch gut dargestellt sind im Verfahrensablauf. Und da haben wir uns ein bisschen dann orientiert und angefangen, Flächen zu sondieren. Und wir haben uns dann überlegt, wichtig ist nach wie vor das entscheidende Kriterium der Erreichbarkeit. Also wie kommen die Menschen zu diesem Klinikum hin? Also das ist ein ganz wesentlicher Punkt gewesen, den wir bewegt haben. Und mein persönlicher Hauptgrund war eigentlich immer die Mitarbeiterperspektive. Ich habe mir Gedanken gemacht, wie bekommen wir eigentlich genau das hin, was eben Herr Bockhoff auch gesagt hatte, dass das Problem in den Kliniken ja da ist, qualifiziertes Personal zu finden. Und da ist bei uns dann letztendlich auch so die Idee gereift, die müssen eine gute Erreichbarkeit haben. Und wir waren bei uns der Auffassung, dass wir gesagt haben, wir haben einen Bahnanschluss und ein Bahnanschluss ist dienlich, um Mitarbeiter dann auch zu ihrer Arbeitsstätte denn letztendlich dann auch transportieren zu können. Ja, und einen weiteren Punkt, den wir uns überlegt haben, ist es vielleicht sinnvoll, eher das Krankenhaus in die Stadt zu integrieren, so nach dem Motto, es gehört auch irgendwie dazu. Ja, und dann kam uns aber auch der Gedanke, das kommt dann wieder auch aus diesen Recherchen, die wir gemacht haben, ist doch vielleicht diese grüne Wiese das Interessantere. Weil das merkt man insbesondere, wenn man sich diese Beispiele anguckt. Es gibt die Zentralisierungen, die stattgefunden haben, die sind fast ausschließlich, das kann man mehr oder minder so sagen, auf der grünen Wiese erfolgt. Deswegen haben wir uns aber auf den Weg gemacht, solch ein Programm müssen wir ebenfalls anbieten. Ja, und seinerzeit hieß es immer noch 6 Hektar. Das war für mich ganz gut, weil da hatte ich eine Fläche. Und dann hat der Bockhoff irgendwann mal gesagt, nee, wir machen mal 9. Da wurde es schon ein bisschen enger und da mussten wir uns wirklich wieder ordentlich hinsetzen und gucken, welche Flächen können wir denn eigentlich anbieten. Also das erstmal so kurz der Vorrede. Jetzt gehe ich in unsere Flächen hinein, die wir uns ausgesucht haben. Das ist erstmal so die Totale des Ganzen. Also man kann erkennen, dass es im Bereich des Bahnhofes eine Fläche ist, das ist Stelle. Dann in der Mitte der Stadt, das ist die Fläche Mörsen. Und letztendlich unten, das ist die Fläche Borwede, die ja dann auch den Zuschlag erhalten hat. Und wenn man da mal so ein bisschen drauf guckt, dann kann man auch erkennen, welche Idee wir dahinter hatten. Also mit der einen Fläche in eine Stelle, da gehe ich jetzt mal hinein, die habe ich einfach mal ÖPNV genannt, weil das eine Fläche ist, die direkt an der Bahn liegt. Im Grundsatz hatten wir uns eigentlich vorgenommen, direkt auch an der Bahnschiene entlang diese Flächen zu erhalten, weil das wäre vom Zuschnitt, wäre das wesentlich besser gewesen. Aber wenn man da mal so reinguckt, dann kann man auch schon die Schwierigkeit erkennen, da sind ganz viele einzelne Striche. Das heißt nichts anderes, es gibt ganz viele unterschiedliche Eigentümer. Mit denen haben wir geredet und uns ist es nicht gelungen, an der Stelle eine Einigung herzustellen. Vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht gewesen, weil das war mir zu dem Zeitpunkt noch gar nicht bewusst. Aber wenn man sehr nah an der Bahn her dran ist, dann kommt man auch in die Emissionspegel hinein. Also da hätte man sehr wahrscheinlich von dieser Fläche, die wir dann angeboten hätten, auch nicht mehr alles nutzen können. Dann haben wir weiter mit Eigentümern geredet und so ist denn, ich will es mal so sagen, diese Lösung entstanden. Wenn man da drauf guckt, kann man eigentlich so, also die Städteplaner würden sofort sagen, naja, also so richtig gut geschnitten ist das Ding nicht, ist doch ein bisschen verwinkelt und das hat auch so seine gewissen Nachteile, wenn man dort mit seiner Baukubatur denn hinauf möchte. Weiter noch ist durchaus, finde ich, auch ein Nachteil zu erkennen, man muss eigentlich unter die Bahn durch, also das ist ein kleiner Durchlass, der ist also nicht so gut gegeben und man muss auch gleichzeitig durch ein Wohngebiet über den Osterkamp rüber, um dann zur B51 zu kommen. Also da ist der Weg von dieser Fläche, denn in der Tat zu der Haupterschließungsader, also zu der Ader des Landkreises Diepholz ist die B51, das dauert ein bisschen. Oder man hätte andersherum erschießen müssen, was wiederum mit weiteren Kosten verbunden wäre. Deswegen war für uns diese Fläche
ich will es mal so sagen, eine Option. Aber wir haben sie selbst nicht unbedingt als unsere Fläche auf dem Zettel gehabt, die es denn vielleicht auch werden könnte. Ja, wir hatten ja die Möglichkeit, 3 Flächen anzubieten. Also das war auch eine Vorgabe, die uns der Landkreis mitgegeben hat. Das haben wir auch ausgeschöpft. Und die zweite Fläche, die wir dann reingegeben haben, ich nehme deswegen Borwede jetzt an zweiter Stelle, weil ich Borwede persönlich auch an zweiter Stelle für mich gesetzt hatte. Das kann ich an der Stelle auch offen sagen. Die Vorteile, das kann man, finde ich, auch sehr gut erkennen. Das ist fast nahezu ein perfekter Schnitt, wenn man sich das mal anschaut. Also das ist für die Planer ist es immer herrlich, wenn man genau solch ein Rechteck nahezu hat. Da kann man sich gut drin bewegen. Also deswegen ist das eine gut gewählte Fläche auch an der Stelle. Und was natürlich auch ein Vorteil ist, wir sind wieder direkt an der B51. Das ist das Stichwort Erreichbarkeit. Daran haben wir uns dann orientiert. Und ferner noch, das war auch ein Nebenaspekt, genau gegenüber dieser Fläche ist die Ortsumgehung geplant. Da haben wir dann mit verbunden, also wenn wir das so machen, dass wir da natürlich eine gute Infrastruktur an der Stelle dann auch aufbauen. Auch ein wesentlicher Vorteil, das wird wahrscheinlich Herr Lorenz gleich noch mal ein bisschen darstellen, dass es kaum ein Störfaktor ist, diese Fläche. Also sie ist ein bisschen außerhalb und ein Krankenhaus, das muss man sich ja dann auch immer vor Augen halten, ein Krankenhaus kann auch ein Lärmemittent sein. Man muss wissen, ein Krankenhaus ist ein 24-7-Betrieb, also da findet an 24 Stunden, an 7 Tagen findet dort etwas statt. Wir haben Alarmfahrten, wir haben Hubschrauberlandungen, wir haben Anlieferungsverkehr, wir haben Besucher, es ist immer Leben, was dort stattfindet. Und da kann man durchaus sagen, da ist dieser Aspekt ist auch ausgeschlossen, was wir auch natürlich dann an der Stelle als positiv gesehen haben. Nachteilig, das kann man auch ganz deutlich sagen, wir müssen dort alles hinbringen. Das ist der Nachteil, den diese Fläche hat. Also es gibt keinen Kanal dort, es müssen Leitungen hingeschafft werden und es ist außerhalb unseres Siedlungsgebietes, also es ist ein bisschen außerhalb der Stadt und es würde dann wiederum nicht dieses eine Kriterium, welches wir uns so ein bisschen gesetzt haben, ist es vielleicht, gehört es denn so mehr zur Stadt als städtischer Bestandteil? Weil diese Fläche liegt durchaus ein bisschen außerhalb. Ja, eine Erreichbarkeit, kann man nach Stand jetzt sagen, muss man einen Pkw haben. Aber da gilt es dann auch daran zu arbeiten, dass man genau diese Erreichbarkeit dann auch anders darstellt. Und das sage ich mal vorweg, das werden wir vielleicht auch im Rahmen der Fragestellung noch beantworten. Das ist beherrschbar, sodass man da Shuttle-Verkehre einführt oder dass dort Busse fahren. Also das sehe ich als ein beherrschbares Momentum an. Also das wird auch gelöst werden. Aber das ist natürlich erstmal so im nächsten Schritt nicht die Nähe zur Bahn direkt. Es ist im Gegenteil zu der Mörsenfläche dann eher ein Nachteil. Ja, kommen wir zu Mörsen. Das ist die Fläche, die ich persönlich immer auf dem Zettel hatte und meine Fachleute, die haben das ähnlich gesehen, dass es die Fläche ist und viele haben auch hier von der Bevölkerung haben das ebenso gesehen. Das wird uns Herr Lorenz dann gleich auch nochmal erklären, warum das denn vielleicht anders ist und warum da doch durchaus sehr versierte Gutachten denn auch nötig sind, um auch genau sowas herauszukristallisieren. Die Vorteile, die man denn selbst vielleicht gar nicht so erkannt hat, und vielleicht auch dort entsprechende Nachteile, die man auf dem ersten Blick nicht gesehen hat. Deswegen ist es auch gut gewesen, dass wir doch dieses objektive, gutachterliche Verfahren denn durch den Landkreis hatten. Also Vorteil ganz eindeutig nach unserer Auffassung gewesen, die Erreichbarkeit. Man kann, das habe ich sogar selbst gemacht, weil ich da in der Ecke wohne mit meiner Familie, man kann zu Fuß zum Bahnhof laufen. Also das ist machbar. Das ist ein Kilometer. Also die Entfernung ist durchaus fußläufig erreichbar und wir haben die B51 vor der Haustür und gleichzeitig die Sulinger Straße, also sprich die L341. Es ist im Stadtgebiet, also man könnte so ein bisschen sagen, ja, dieses Krankenhaus oder dieser Standort würde denn dazugehören. Ja, und die Erschließung, die ist auch gegeben. Also da haben wir vor Ort haben wir eine Erschließung vorhanden. Man muss dort weniger hinbringen. Nachteilig, das kann man auch ganz deutlich festhalten, das sind die Menschen drumherum. Nicht, dass ich was gegen diese Menschen habe, ganz im Gegenteil. Aber es ist, was ich eben sagte, die Vorteile, die Borwede hat, als Störfaktor kann ein Krankenhaus wahrgenommen werden. Und wenn man da so ein bisschen mal hineinguckt, kann man das auf der Karte auch gut erkennen. Das drumherum ist eine Wohnbebauung. Das bietet natürlich dann auch Konfliktpotenzial. Und das ist in unseres Erachtens dann durchaus auch die gewisse Gefahr gewesen. Kriegt man diesen Standort überhaupt denn auch durch die Tür? Kriegt man das hin mit den ganzen Lärmemissionen oder Geruchsemissionen und Geräuschbelastung, all das, diese Fragen, die dazu beantworten sind. Aber unterm Strich haben wir persönlich gesehen, dass das eigentlich unser Favorit war. Wir wurden eines Besseren belehrt, was im Nachgang auch durchaus nachvollziehbar ist. Und ich glaube, Herr Lorenz, das wäre jetzt ein guter Übergang,
dass Sie uns einfach mal erklären, wie funktioniert das eigentlich mit dieser Matrix? Warum ist sie so angewandt worden, wie sie angewandt ist? Und vor allem, dass Sie dann mal den Abgleich uns erläutern zwischen Bovede und Mörsen. Vielen Dank.